Guten Tag, mein Name ist Schultheiß. Ich möchte gerne Herrn Dr. Frank sprechen. Tut mir leid, Frau Schultheiß, aber Herr Dr. Frank ist beschäftigt. Ach, das ist aber dumm. Es ist ganz, ganz wichtig. Ich muss ihn sprechen. Moment. Oh. Entschuldigen Sie, dass ich hier so reinplatze, aber mein Mann ist verschwunden. Tut mir leid, Herr Dr. Frank, aber Sie hat mich einfach überrumpelt. Ist gut, Helga. Tag, Frau Schultheiß. Guten Tag. Legen Sie doch ab. Danke. Danke, Helga. Wissen Sie, mein Mann ist schon seit 2 Monaten verschwunden. Und gestern Abend, da kam dieser Anruf für ihn, jemand wollte ihn sprechen. Bitte. Danke. Und ich konnte nicht mal sagen, wo er ist. Ich habe jetzt lange genug tatenlos rumgesessen. Ich muss was unternehmen. Wissen Sie denn, warum jemand verschwunden ist? Na, wegen der Sperre. Gerd war so schrecklich wütend, als man ihn nicht mehr in die Spielbank Wiesbaden ließ. Seit dem Tag habe ich ihn nicht mehr gesehen. Vielleicht war Ihr Tipp, dass ich ihn sperren lassen soll, doch nicht so gut. Haben Sie ihn denn nicht vorher darüber informiert? Ich konnte es einfach nicht. Gerd ist damals von der Spielbank nach Hause gekommen, hat seinen Koffer gepackt und ist weg. Und seit diesem Abend haben Sie nichts mehr von ihm gehört? Nichts. Ich habe immer gehofft, er beruhigt sich wieder und kommt dann zurück. Cognac? Ah ja, bitte. Und der Teilhaber am Getränkemarkt Ihres Mannes, dieser... Reiser? Weiß der denn nichts? Ach, der. Der wollte doch bloß das Geld von mir, das ihm Gerd angeblich noch schuldet. Aha. Ich hätte ihn nicht sperren lassen dürfen, das wird er mir nicht verzeihen. Na kommen Sie, Frau Schultheiß, wir finden schon einen Weg, ja? Ich kenne die Spielregeln. Ihr Mann darf jetzt in keine staatliche Spielbank mehr. Er hat unser Geschäft ruiniert. Den Getränkeshop? Nein, unseren Kosmetiksalon. Ein glänzendes Geschäft. Dieser Getränkeshop, das ist doch bloß so eine Klitsche auf Pump. Könnte es sein, dass Ihr Mann bei einer anderen Frau lebt? Eine Frau? Nein. Mein Mann hat nur eine Leidenschaft. Das Spiel. Und in dem Getränkeshop hat er sich auch nicht mehr blicken lassen? Nein. Und unsere Miete zahlt er auch nicht mehr. Ich arbeite nur halbtags in einer Drogerie und da ist es sehr schwierig. Geld ist jetzt wirklich nicht das Wichtigste. Und jetzt wollen Sie, dass ich Ihren Mann suche? Ja, bitte. Was kostet das? 400 Mark am Tag, plus Spesen. Haben Sie ein Foto dabei? Ja. Hier. Mhm. Ein Familienfoto. Mhm. Und das ist Ihre Tochter? Ja. Das ist Lissy. Was macht sie? Lebt sie noch bei Ihnen? Nein, seit einem halben Jahr nicht mehr. Sie ist Kosmetikerin. Sie hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Bitte. Meine Familie ist das Einzige, was für mich wichtig ist. Bringen Sie sie mir zurück. Das war's. Alles bezahlt. Der Herr scheint ja mächtigen Durst zu haben. Scheint so. Wie ein seriöses Geschäft sah das ja nicht gerade aus. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Gerd ist wohl nicht da. Schon lange nicht mehr. Wie lange? 6 Wochen. Ich dachte, er arbeitet hier. Das dachte ich eigentlich auch. Aber er ist auch Teilhaber. War. Er war Teilhaber hier. Und weswegen ist er es nicht mehr? Deswegen, verdammt nochmal. Was wollen Sie überhaupt von Gerd? Er hat noch einen Haufen Schulden bei mir. Wissen Sie vielleicht, wo er steckt? Vielleicht in irgendeinem Spielclub. Hier gehört ihm jedenfalls nichts mehr. Wissen Sie, wo ich seine Tochter finden kann? Wieso? Hat er auch Schulden bei Ihnen? Nee, aber die kann mir vielleicht sagen, wo der Vater ist. Da würde ich Sie am besten selbst mal fragen. Mach ich. Ich weiß bloß nicht, wo. Tja. Sagen Sie bloß, wir haben auch einen Schuldschein. Keine Angst.
Meinen geringen Bedarf kann ich noch selber bezahlen. Ciao. Ciao. Tschüss. Tut mir leid, der Herr, wir sind ein Club. Nur für Mitglieder. Haben Sie einen Ausweis? Ah, richtige. Unsere Ausweise sehen anders aus. Wir sind wohl ein bisschen größer. Schon gut ist ja schon gut, Idiot, du. Scheiße. Abend. Diesmal bin ich wirklich ganz sicher. Mein Gott, das sagst du jedes Mal. Bitte. Also gut. Tschüss. Tschüss. Herr Schultheiß, was? Kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Keine Zeit. Jetzt warten Sie doch, Herr Schultheiß. Ich habe den Auftrag von Ihrer Frau, Sie zu... Lassen Sie mich in Ruhe, ich habe kein Geld. Shampoos. Komme. Na komm, lass doch. Ist doch egal, noch eine Flasche. Ich glaube, du hast jetzt genug getrunken, Süße. Eine Flasche Shampoos, habe ich gesagt. Aber subito. Bitte? Reg dich doch nicht so auf. Männer, immer nur Männer. Aber das macht doch nichts. Was ist denn los? Warum brüllen Sie dir so rum? Diese Schnepfe hat mich mit Champagner voll gespritzt. Sehen Sie mich mal an, wie ich aussehe. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, beruhigen Sie sich erst mal wieder. Was war denn los? Ach, der verdammte Champagner war zu warm und da ist der Korken losgegangen. War doch keine Absicht. Tut mir leid. Ich verlange eine neue Flasche Champagner. Auf Kosten des Hauses. Aber subito. Es geht nichts mehr, bitte. 20, rot.
Leckeri. Kommt ihr auch mal in die Bedienung? Fettbursche, bitte das Spiel zu machen. Scheine spielen Fahrt. In Rablüs geht nichts mehr, bitte. Es geht nichts mehr, bitte, die Herren. Nichts mehr, bitte. Vier, schwarz Permont. Die Scheine gewinnen auf schwarz. Es liegt auf der Nummer. Der Herr, bitte. 100 Mark für einen Gewinn auf schwarz. Schön. Fettbursche, bitte das Spiel zu machen. Scheine spielen die 8. In Bablüs geht nichts mehr, bitte. Nichts mehr, bitte, die Herren. Es geht nichts mehr. Ja, ich hab 12, rot. La Carré. Herr Kottke, kann ich Sie mal kurz sprechen? Sie müssen mir noch mal was geben. Gar nichts, Mutter. So habe ich das doch nicht gemeint. 3.000 würden reichen. Max! Bist du im Block dabei? Er hat doch den letzten Schuldschein noch nicht bezahlt. Ich denke, es wäre besser, wenn wir den... Du sollst das machen, was ich dir sage. Komm, aus dem ist doch nichts mehr rauszuholen. Schaut's an, muss, gib den Block her. Du eins, keinen Bock hier immer nur den Handlanger zu markieren. Du tust, was ich dir sage, Ambros. Mit dir habe ich noch was zu bereden, komm. Wie kommst du denn hier rein, Freundchen? Moment, ich bin komm, schon komm, weg. Komm, 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 komm. Ein Moment, mein Geld. Oh, jetzt komm, mach die Mücke, du. Schulteis, du warst, ich verstehe keine Sprache. Du warst von Anfang an mit den Bedingungen einverstanden. Ist das wahr? Ja, aber Herr Kottke, Sie wissen doch, Sie können mir vertrauen. Das mache ich auch. Klar. Hey, komm, hinten raus, Junge. Pass auf. Langsam, in der Ruhe liegt die Kraft. Und lass dich ja nicht wieder blicken. So, 10.000 sind voll. Du weißt, was das bedeutet. Morgen ist eine Fahrt für dich. Du willst deine Spielschulden loswerden, nehme ich doch an. Ja. Herr Kottke, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Wenn die mich erwischen, dann komme ich in den Knast. Pass auf, entweder kommst du in den Knast oder ins Krankenhaus. Okay. Wer verdient schon 10.000 Mark am Tag, spinnst du? Hm? Morgen steht der Wagen hinten auf dem Hof. Punkt 11 Uhr bist du da. Ja. Ich glaube, ich kann Ihnen das Geld auch auf andere Art zurückgeben. Kannst du nicht. Nicht, wenn man lauscht.
guck mal, was ich darf. Au! Aua! Hör auf. Denise, du hast das ganz gern. Ne? Lassen Sie sie los! Hör auf. Bitte. Ah! Hab dich nicht so. Ah! Hör jetzt auf, bitte! Schwein! Sei froh, dass sie dich aushält. Bist mal größenwahnsinnig geworden, was? Hast du ihm wieder Geld zugesteckt? Ja, fließt nur so alles wieder zurück zu mir. Hey, du Ratte! Herr Schultheiß, kann ich jetzt mit Ihnen reden? Ich will nichts von meiner Frau wissen. Wer sind Sie eigentlich? Können wir das nicht bei einem Bier da drüben besprechen? Ja, ja, ist gut. Hier, wischen Sie sich doch mal das Blut ab. Danke. Ihre Frau hat mich beauftragt, Sie zu suchen. Mein Name ist Matula, ich bin Privatdetektiv. Ich habe kein Geld. Es geht nicht ums Geld. Ihre Frau will mit Ihnen reden. Er will aber nicht. Setzen Sie sich doch. Entschuldigung. Hey, was soll denn das? So gefällst du mir besser. Hören Sie, ich will nicht, dass meine Mutter erfährt, was ich mache. Was ist, kann Ihre Frau mit Ihnen sprechen? Wo wohnen Sie zurzeit? Mein Vater will nicht mit ihr reden. Ich habe nicht dich gefragt. Nein, nein, sie hat schon recht. Hier haben Sie 500 Mark, wenn Sie nichts sagen. Ich lasse mich zwar bezahlen, aber nicht kaufen. Aber woher hat er denn nur das Geld? Von den Schuldscheinen und... Ja, und? Wenn ich ehrlich sein darf, Frau Schultheiß, es sieht ganz danach aus, als ob er es von Ihrer Tochter hat. Von Lissy? Ist doch gar nicht möglich. Von dem, was Sie als Kosmetikerin verdient, das reicht ja gerade für Sie selbst. Ihre Tochter arbeitet nicht mehr als Kosmetikerin. Ja, ja, ich weiß, sie hilft in einer Bar aus, das habe ich gehört, aber doch nur manchmal. Sie ist immer in der Bar. Und sie steht nicht hinter der Theke. Ja, wo denn dann? Sie sitzt vor der Theke und spricht Männer an. Wenn eine junge Frau mal nett ist zu einem Mann, dann muss sie ja nicht gleich eine Nutte sein. Sie ist da, um sich Männern anzubieten. Wegen seiner verdammten Spielsucht schickt er Lissy jetzt sogar noch auf den Strich. So würde ich das nicht ausdrücken. Ihr Mann ist krank und Ihre Tochter versucht, ihm zu helfen. Und Sie glauben, dass er jetzt auch bei ihr wohnt? Ich vermute es. Hier ist die Adresse. Ja, danke. Danke. Wie viel bin ich Ihnen schuldig? Ich schicke Ihnen die Rechnung. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sag mal, bist du verrückt, dich so volllaufen zu lassen? Hey, du solltest jetzt nach Amsterdam fahren. Stecken Sie sich Ihren Scheiß-Kok sonst wohin.
Beruhigen, beruhigen. Ich kann mich nicht beruhigen. Wissen Sie denn noch mehr als die Tatsache, dass Ihr Mann im Gefängnis sitzt? Er soll einen Zuhälter erschossen haben, einen gewissen Heinz Kottke in irgendeinem Nachtclub. Aber mein Mann war es nicht. Und warum fällt dann der Verdacht auf ihn? Weil er nur wenige Meter neben dem Toten gefunden wurde. Wo war denn das genau? Auf dem Gelände eines Nachtlokals. Es heißt Moulin Rouge. Und was hat Ihr Mann da gemacht? Na, was wohl. Es ist ein illegaler Spielclub, Herr Dr. Frank. Und mein Mann soll angeblich total betrunken gewesen sein. Aha. Das Schwein ist tot. Das Schwein ist tot, soll er immer wieder gesagt haben. Hat man eine Waffe gefunden? Nicht, dass ich wüsste. Besitzt Ihr Mann eine Waffe? Gerd? Kann doch nicht meine Ameise zertreten. Bitte, bitte übernehmen Sie seine Verteidigung. Mein Mann ist unschuldig, ich weiß es. Herr Schulteis, eigentlich bin ich ja hier, um Ihnen zu helfen. Aber wenn Sie nicht ein bisschen mitmachen, wird das wohl nichts. Warum waren Sie gestern Nacht im Hinterhof des Moulin Rouge? Herr Schulteis, verstehen Sie überhaupt, was ich Ihnen sage? Ich hatte da eine Verabredung. Mit diesem Heinz Kottke? Ja. Worum ging's denn? Ich wollte meine Schulden begleichen. Aha. Und das wollten Sie mit einer Waffe erledigen? Nein, verdammt nochmal. Hat Kottke Sie so zugerichtet? Hm. Warum hat er Sie denn geschlagen? Weil ich betrunken war. Und vorher hatten Sie die Waffe? Ich habe meine Nachttankstelle geleitet. Die wurde zweimal überfallen, habe ich mir die Waffe besorgt. Und nachdem Kottke Sie geschlagen hat, haben Sie auf ihn geschossen? Nein. Ja, kann sein. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Hab Kopfschmerzen. Na, fragen Sie lieber diesen Ambros. Den habe ich noch am Fenster gesehen, kurz bevor ich bewusstlos wurde. Guten Morgen. Du kommst spät. Ich komme überhaupt nicht mehr. Deine Schicht fängt um 11 an. Ich hole nur noch meine Sachen ab, verstanden? Gar nichts holst du ab. Bin ich blöd und gehe für dich anschaffen? Und ob? Was du dir einbildest. Dein Alter ist im Knast. Du musst ja nicht mehr durchfüttern, ne? Deshalb kannst du machen, was du willst, denkst du, ne? Du willst mich daran hindern. Ich gehe jetzt. Gut. Kannst gehen. Ich kenne deine Mutter. Die heißt doch Marion, ne? Hübsches Gesicht für ihr Alter. Noch. Ich glaube, ich werde ihn mal besuchen. Und dann ist da noch dein Freund. Hab nichts gegen ihn. Aber wenn du Zicken machst, dann hänge ich ihn auf an seinem Skalp. Nur damit klar ist, ich mache keinen Spaß. Ich bin Anwalt, ich möchte zu Frau Maderer. Wie finden Sie hier? Danke. Tag, Frau Maderer. Tag, Herr Dr. Frank. Ich vertrete Gerd Schulteis. Können Sie mir sagen, von wem mein Mandant gefunden wurde? Nee. Frau Maderer, muss ich wirklich erst Akteneinsicht beantragen? Ja. Aber Sie wissen doch, wie sehr ich den bürokratischen Weg liebe. Ich auch. Also, Silvia Lange hat ihn gesehen. Ein Mädchen hier aus dem Nachtclub. Hat heute Dienst frei. Und die hat die Polizei verständigt? Ja. Zwei Beamte haben Gerd Schulteis hier sitzend gefunden. Hat sich nicht von der Stelle gerührt. Gibt's noch mehr Zeugen? Bis jetzt nicht, aber... Hey, Chef! Kommen Sie doch mal! Ich hab da was. Das muss der Streifschuss gewesen sein. Ab ins Labor, Cosma. Geht klar. Sie wollten mir da noch was erzählen? Ja. Heinz Kottke wurde durch ein 7,65er Projektil getötet. Und jetzt kommt der Clou. Gerd Schulteis ist Besitzer einer 7,65er Beretta. Tja. Hat er sich dazu geäußert? Nee, er hat absichtlich auf stur geschaltet. Seine Blutprobe ergab 2,6 Promille. Ja, damit wäre er doch unter Umständen schuldunfähig. Och, Herr Dr. Frank. Wir wissen doch beide, dass er den Alkohol auch nach der Tat zu sich genommen haben kann. Hm? Hat man die Waffe gefunden? Bis jetzt nicht. Aber die finden wir schon noch.
verlassen sich drauf. Dann gratulieren Sie ihm doch endlich. Herzlichen Glückwunsch. Haben Sie kein Geschenk für ihn? Och, Helga. Was ist er denn, Löwe? Herr Matula. Skorpion, sieht man doch. Ah, eifersüchtig und nachtragend. Na schön. Na, Geburtstagskind. Also, ich finde das ja übertrieben hier. Komm, soll's nicht leben wie ein Hund. Hier. Sehen Sie, jetzt hat er sie wieder lieb. Tja, Liebe geht durch den Magen. So, ich habe Arbeit für dich. Zuerst nimmst du mal diese Silvia Langer unter die Lupe. Das ist die, die Schulters neben der Leiche entdeckt hat. Wo finde ich die? Na, wo wohl? In der Bar. Warum nicht, wenn sie nett ist? Und dann knöpft ihr mal diesen Türsteher vor, Ambros. Dem scheint es nicht gerade ein Dorn im Auge zu sein, dass Kottke verschwunden ist. Schulters meint, dass er ihn kurz vor der Tat gesehen hat. An den kann ich nicht ran, der kennt mich schon. Dir wird schon was einfallen. Du fällst mir da ein. Ich bin kein Detektiv. Leute wie Ambros haben oft viel Respekt vor Titeln. Die quatschen schon aus reiner Geltungssucht. Ach so, und jetzt soll ich deine Arbeit übernehmen, ja? Ja, ich hab keinen Doktor. Ah. Okay, Süßer, wenn du noch einen blauen drauflegst, dann zieh ich mich ganz aus. Lass mal. Ich will nur mit dir reden. So einer bist du? Deine Frau versteht dich wohl nicht mehr. Ich möchte dir nur ein paar Fragen stellen. Wegen Gerd Schultheiß. Bist ein Bulle? Oder was? Privatdetektiv. Ich arbeite für den Rechtsanwalt von Schultheiß. Gerd ist ein armer Hund. Du hast ihn noch gefunden, oder? Ich habe noch nie einen Typen gesehen, der so krankhaft spielen musste. Also, du hast ihn gefunden. Erzähl doch mal, wie war das? Warum sollte ich? Mir zuliebe. Naja, ich war auf dem Weg zum Birnpol. Sollte einen Kunden treffen. Dann habe ich einen Schuss gehört. Dachte zuerst, es ist ein Sektkorken, es war so laut im Laden. Na, dann hat's nochmal geknallt. Bin raus auf den Flur und dann habe ich Schultheiß durchs Fenster gesehen. Was hat Schultheiß gemacht? Was warst du da auf dem Boden? Bin raus zu ihm und da habe ich Kottke neben ihm liegen gesehen. Er war tot. Hat Schultheiß irgendwas gesagt? Er war völlig besoffen. Hat ziemlich geblutet. Ja, ich habe ihn gefragt, was denn passiert ist, aber er hat kein Wort rausgekriegt. Und du hast niemand bemerkt, auch vorher nicht? Nee. Oder doch? Ja? Ich habe Max im Flur getroffen. Naja, der hat mich angemacht, was ich hier rumtröle. Aber von dem lasse ich mir überhaupt nichts sagen. Max ist dieser Bonsai-Rambo, ja? Sag ihm aber ja nicht, dass du das von mir hast. Mal Hackfleisch aus mir. Okay, versprochen. Ja, und stehen gelassen, bin weitergegangen. Und als du dann hochkamst, war er weg? Ich habe ihn auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Und dann die Bullen gerufen. 10 Minuten später waren die da. Und Schultheiß hat sich unterdessen nicht von der Stelle gerührt? Scheint so. Ich war ja nur eine Minute weg. Okay, ich danke dir. Ciao. Wart mal. Komisch, der ist doch im Knast, oder? Ja, warum? Naja, wenn ich jemand umbringe, dann renne ich doch sofort weg. Und bleib nicht seelenruhig neben der Leiche sitzen. Oder? Mhm. So, bitte. Danke. Danke, Schultheiß. Tag, Herr Dr. Frank. Ich habe Kottke erschossen. Ach nee. Woher wissen Sie denn das auf einmal so genau? Ja, weil ich es war. Ich weiß es ganz genau. Also gestern stand ich noch unter dem Schock und der viele Alkohol nicht. Und warum haben Sie ihn erschossen? Wegen Lissi. Er hat sie in den Dreck gezogen, das Schwein. Na, dann erzählen Sie mal. Lissi war in ihn verliebt. 2 Wochen hat er mitgespielt, dann hat er genug von ihr. Er hat Lissi zur Prostituierten gemacht. Konnten Sie das nicht verhindern? Na, wie denn? Ich war ihm ausgeliefert. Kottke hatte mich in der Hand. Sie hatten Schulden bei ihm. Immer wenn 10.000 Mark voll waren, dann musste ich nach Amsterdam fahren und was abholen. Kokain. Wenn ich das in Frankfurt abgeliefert habe, dann hat er meine Schuldscheine zerrissen. So einfach war das. Wo haben Sie eigentlich die Waffe versteckt nach der Tat? Weiß nicht. Weggeworfen. Wohin? Die Mauer. Oder aufs Dach. Mein Gott, ich weiß das nicht mehr. Ich war betrunken.
Herr Dr. Frank? Frau Marderer, guten Tag. Na, hat er schon gestanden? Ich hatte schon gehofft, Sie hätten eine Neuigkeit für mich. Wollt nur mal sehen, wie Sie reagieren. Aha. Aber Scherz beiseite. Meine Beamten haben die Waffe gefunden. Und es handelt sich zweifelsfrei um die von Gerd Schultheiß. Und es ist die Pistole, mit der Heinz Kottke erschossen wurde. Absolut kein Zweifel. Wo hat man denn die Waffe gefunden? In einer Mülltonne, zwei Häuserblocks weiter. Es waren zwar keine Fingerabdrücke dran, aber die kann er ja abgewischt haben. Sie glauben also, dass mein Mandant nach der Tat den Tatort verlassen hat, die Waffe irgendwo versteckt hat und dann zum Tatort zurückgekehrt ist, ja? Das ist doch absurd. So absurd ist das gar nicht. Er kann einen Komplizen gehabt haben. Und für diesen Ambros, für den interessieren Sie sich überhaupt nicht. Wieso? Weil Ambros kurz vor der Tat in dem Flur war, von dem aus man den Hof sehen kann. Zur Tatzeit war er da nicht mehr. Das sagt nicht viel. Und außerdem ist er wahrscheinlich der Nachfolger von Kottke als Zuhälter und vielleicht auch als Rauschgifthändler. Und eine so schillernde Person interessiert Sie nicht, das finde ich toll. Natürlich ermitteln wir auch in diese Richtung. Natürlich, weil es Ihre Pflicht ist. Hm? So, Anwalt sind Sie. Und Sie arbeiten für Schultheiß. Ja, ich vertrete ihn. Warum rede ich denn überhaupt noch mit Ihnen? Mein Mandant hat Sie kurz vor der Tat gesehen, hier auf dem Flur. Ich war den ganzen Abend nicht auf dem Flur. Das ist ja komisch. Es gibt nämlich noch einen Zeugen, der Sie auf dem Flur gesehen hat. Ich werde diesen Zeugen vom Gericht laden lassen. Er wird unter Eid aussagen. Also gut, ich war auf dem Flur. Kurz bevor es passiert sein muss. Sie haben also für die Tatzeit kein Alibi? Wenn ich Kottke umlegen will, dann auch sicher nicht hier auf dem Hof. Und ich hätte ein sicheres Alibi. Wo waren Sie denn zur Tatzeit? Da, wo auch Sie alleine hingehen. Auf dem Klo? Aber Herr Anwalt, Toilette nenne ich das. Haben Sie denn die Schüsse gehört auf der Toilette? Nee, leider nicht. Jetzt haben Sie mich ja doch ausgefragt. Gut, Herr Anwalt. Sie gefallen mir. Es war nett, Sie kennenzulernen. Oh, guten Tag. Ach, was treibt Sie her? Die Neugier. Und die hübschen Mädchen natürlich. Ich komme wegen des hübschen Jungen. Was willst du mir? Mein Gott, Lissi, wie siehst du denn aus? Lass mich in Ruhe. Darf ich bitte reinkommen? Gut. Lissi, wer hat dich denn bloß so zugerichtet? War das dieser Kottke? Nein, Mama. Ja, wer denn sonst? Oder gibt's noch mehr von der Sorte? Was soll denn das? Was fragst du mich schon wieder aus? Aber Lissi, ich will dir doch nur helfen. Ich brauch deine Hilfe nicht, Mama. Ja. Das sieht man. Und? Bitte, Lissi, setz dich mal zu mir. Okay. Komm wieder nach Hause. Hm? Du kannst auch wieder in ein altes Zimmer ziehen. Ich habe alles so gelassen, wie es war. Nein, Mama, ich will aber nicht. Ich brauche Luft zum Atmen, verstehst du? Ja, aber du kannst doch nicht ewig hier so weitermachen. Oder ist das hier etwa die richtige Luft zum Atmen? Bitte, Mama, ich weiß, du meinst es nur gut mit mir, aber ich brauche keine Hilfe. Wenn du mich brauchst, ich bin immer für dich da. Ist gut, Mama. Tschüss. Ist sie weg? Ja. Hab's gleich. Ich freue mich. Okay, lass uns gehen, ja? Ist doch nicht etwa schon wieder dieser Mann? Psst, lass ihn erst mal abhauen.
Mach nicht auf. Komm, geh mal kurz raus. Ich schau mal nach. Guten Tag, Frank. Tut mir leid, du hast keine Zeit, ein andermal. Nein, nein, ich bin der Anwalt Ihres Vaters. Ach so, ja gut. Dann kommen Sie rein. Aber nur kurz, ja? Ich muss dringend weg. Entschuldigen Sie, dass ich so neugierig bin, aber hatten Sie auch eine Auseinandersetzung mit Kottke? Nein, das war... Ach, das geht Sie gar nicht. Da haben Sie natürlich recht. Ich komme gerade von Ihrem Vater. Der macht sich Sorgen um Sie. Erzählen Sie nichts von dem da, ja? Ich habe keine Lust, dass er sich noch mehr Sorgen macht. Wie geht's ihm denn? Ach, soweit ganz gut. Glauben Sie eigentlich, dass er Kottke erschossen hat? Nein, das ist völlig ausgeschlossen. Dafür ist er viel zu weich. Mein Vater war das nicht. Haben Sie gewusst, dass sich Ihr Vater mit Kottke trifft? Ja. Wie war eigentlich Ihr Verhältnis zu Kottke? Anfangs war er sehr lieb zu mir. Mhm. Er hat mir das Apartment hier eingerichtet. Oh, setzen Sie sich doch bitte. Danke. Und so konnte ich mich endlich von meiner Mutter lösen. Und das war Ihnen so wichtig, dass Sie angefangen haben, als Prostituierte zu arbeiten. Es gibt Schlimmeres. Ja, Josef, ich bin's. Komm bitte sofort in die Langenfelder Straße 16. Ich stehe da vor dem Haus von Lissy. Ich glaube, dass sie... Verdammt, jetzt kommt sie schon. Sie steigt jetzt mit so einem Typen in einen hellblauen Transit. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist ziemlich groß, bestimmt 1,90 und trägt so einen komischen Cowboy-Hut. Bleib mal zu Hause, ich melde mich gleich nochmal. Ich hänge mich erstmal dran, ja? Bis dann. Heute Nacht bleibst du erstmal bei mir. Mensch, da findet er uns doch sofort, das ist doch klar. Bei mir zu Hause. Aber nicht da, wo wir wirklich sind. Von Privatdetektiv. Verdammt, aber jetzt ist sie nicht zu Hause. Sag mal, wo steckst du denn? Das war aber anders verabredet. Ich sitze hier. Warum brüllst du denn so? Kompliment, das ging schnell. War ja nicht schwer nach deiner Beschreibung. Was ist passiert? Da. Die Hände in die Hüfte stemmen und die Beine abwechselnd anheben. Mit den Füßen schön im Takt aufstampfen. Los, du kommst mit! Lass mich in Ruhe! Ich will nicht mehr! Du mach ja keine Chicken, du! Lass sie in Ruhe! Das reicht, Meister. Oh, hat der Lippe will das Handtuch, bitte. Gehst mir langsam auf die Nase. Los!
dachte, Lissy hätte endlich Ruhe vor denen. Und würde zu ihnen zurückkommen. Dafür würde ich alles tun. Herr Dr. Frank, Sie müssen Lissy helfen. Ich werde gar nichts tun. Verstehen Sie? Gar nichts. Jedenfalls so lange nicht, bis Sie mir die Wahrheit sagen. Sie verschweigen mir doch was, Herr Schulte. Das ist die ganze Zeit schon. Und das passt mir nicht. Ja, noch was. Man hat Ihre Waffe gefunden. Und es steht ohne jeden Zweifel fest, dass Kottke mit dieser Waffe erschossen wurde. Wie gefällt Ihnen das? Wo hat man die Waffe gefunden? In einer Tonne. Zwei Häuserblocks vom Tatort entfernt. Herr Dr. Frank, ich möchte Ihnen was sagen. Aber ich muss wissen, also ich meine, ich muss ganz sicher sein, dass Sie das absolut niemandem erzählen. Ja klar, sowas unterliegt der Schweigepflicht. Gut. Ich habe Kottke nicht erschossen. Wer war es denn dann? Lissy. Wie bitte? Ich habe sie gesehen. Lissy hat Kottke erschossen. Ich will nicht, dass sie dafür büßt. Schließlich habe ich ihr das alles eingebrockt. Mit meiner verdammten Zockerei. Schauen Sie. Lissy ist noch so jung und hat das ganze Leben vor sich. Mein Leben ist sowieso verpfuscht, darauf kommt es nicht mehr an. Aber meine Tochter bleibt in Freiheit. Hat Ihre Frau Sie hier eigentlich schon besucht? Nein, nur Lissy. So, jetzt nochmal ganz von vorne, Herr Schultheiß. Was genau hat Kottke gesagt, als er mitbekommen hat, dass Sie so betrunken waren? Ob ich verrückt bin, mich so zu besaufen. Und was haben Sie darauf geantwortet? Er soll sich zum Teufel scheren mit seinem Scheißkoks. Und dann hat er zugeschlagen? Ja, voll ins Gesicht. Ich bin zurückgetaumelt, habe die Waffe gezogen und abgedrückt. Und dann? Ja, nach dem Streifschuss ist er auf mich zu und hat mir die Waffe aus der Hand geschlagen. Moment, letztes Mal haben Sie aber was anderes gesagt. Sie haben gesagt, dass er Ihnen nur die Waffe aus der Hand schlagen wollte und dann haben Sie ein zweites Mal auf ihn geschossen. Nein, ich habe nur einmal geschossen. Nachdem die Waffe weg war, da ist er wie ein Besessener auf mich los und hat mich mit den Fäusten bearbeitet. Ich bin zu Boden gegangen und war für einen Moment ohnmächtig. Und dann habe ich Lissy weglaufen sehen. Sind Sie sich da jetzt absolut sicher? Ich werde doch noch meine Tochter erkennen. Ich weiß sogar noch, was sie anhatte, diese Zebrajacke, die ich ihr mal zum Geburtstag geschenkt habe. Warum sind Sie eigentlich nicht abgehauen? Ich? Warum sollte ich abhauen? Ich habe das alles angefangen. Und jetzt werde ich das auch ausbaden. So, dann mach dich mal frei, wenn du dich schon nicht zum Arzt traust. Ist ja nur eine Prellung. Wenn auch schmerzhaft. Ja, ja. Dann gib mal schon Pfötchen. Gut, gut, gut. Nee, musst du dick nehmen. Pass mit dem Pullover auf, das geht schwer raus. Vorsicht! Ach, komm, man sieht ja gar nichts. Ich spür's aber. Aha. Dass dich aber auch immer gleich prügeln musst. Diesmal wurde ich geprügelt. Oh, das ist ganz schlecht. Geben ist viel seliger denn nehmen. Hier, eine örtliche Betäubung. Okay. Na, kommen die Herren zurecht? Helga, bitte. Wer den Schaden hat. Spottet jeder Beschreibung. Ich dürfte da eigentlich nicht drüber sprechen, also erzähl's niemandem. Was denn? Schultheiß hat mir gerade gestanden, dass Lissy Kottke erschossen hat. Das glaube ich nicht. Doch. Schultheiß liebt seine Tochter. Der würde sie niemals grundlos belasten. Ich muss unbedingt mit ihr reden. Vor wem hat Lissy am meisten Angst? Max Ambrus. Eben. Schultheiß hat ihn kurz vor der Tat gesehen und er ist auch derjenige, der am meisten von der Tat profitiert. Ich meine, so wie es jetzt aussieht, hat auch Ambrus das Sagen im Laden. Und er scheint ja einiges abzuwerfen. Richtig. Aber warum sollte Schulter seine eigene Tochter beschuldigen? Vielleicht war das ein Racheakt im Szenemilieu. Kottke war Zuhälter, Wirtschafter in einem illegalen Spielclub und Rauschgifthändler. Das glaube ich einfach nicht. Der Mord an Kottke muss in irgendeiner Weise mit Schultheiß und seiner Tochter zusammenhängen. Und was ist mit diesem Reiser vom Getränkemarkt? Der liebt Lissy immer noch. Da macht er auch gar keinen Hehl draus. Du meinst, dass die beiden zusammen? Durchaus möglich. Stell dir doch mal vor, ein Zuhälter spannt dir deine Freundin aus und schickt sie dann auch noch auf den Strich. Für Reiser war Kottke an allem schuld. Auch daran, dass er seinen Partner Schultheiß verloren hat. Genau. Vielleicht war Reiser die treibende Kraft. Und Lissy nur die Ausführenden. Und wie soll das funktioniert haben?
Es hilft nichts, du musst Lisi herholen. In der Tube ist ja noch genug drin. So, bitte einen Whisky, der Herr. Muchas gracias. Umsatz. Sonst? Ja, ja, ist ja gut. Na, Schätzchen, spendierst du mir einen Drink? Was darf's denn sein, Baby? Ein Sekt natürlich. Wo können wir uns immer allein unterhalten? Du gehst aber ran, ne? Ich bin ganz froh, wenn ich mal ein bisschen gut schnappen kann. Gehen wir, ja? Ja. Lissi? Sag mal, was soll denn das? Der Herr wollte nur woanders hin. Quatsch nicht. Ich hab dir doch gesagt, du bleibst im Haus. Tut mir leid, der Herr, aber außerhalb wird nicht verkehrt. Ach komm, Max, nur eine halbe Stunde. Ja, ich bin doch gleich wieder da. Du mach keine Zicken! Hey, Meister! Oh! Oh! Ein guter Freund hat mich erinnert. Geben ist seliger denn nehmen. Und so gefällst du mir viel besser. Ich mir auch. Wann haben Sie denn Ihren Vater das letzte Mal gesehen? Das war am Abend, als der Mord passierte, bevor er zu meiner Mutter ging. Was? Ihr Vater war bei Ihrer Mutter? Ja. Er hat sich da irgendwie... Die Waffe geholt, ja? Was haben Sie eigentlich gemacht am Dienstagabend? Ich? Ich war im Kino, in Aliens. Allein? Nein, mit Michael Reiser. Welches Kino war das? Excelsior. Sie waren also den ganzen Abend nicht in Ihrem Club? Das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt, nein. Gut. Ich entschuldige mich einen Moment, ja? Ja? Ja, ich bin's und ich weiß auch, wie spät es ist. Wie spät ist es denn? Ich habe meine Uhr gerade nicht um. Du musst das Alibi von Michael Reiser überprüfen. Was denn jetzt? Ja, es ist wichtig. Lissi behauptet, sie sei mit ihm im Kino gewesen. Excelsior. Weißt du, dass ich auch letzte Nacht kein Auge zugemacht habe? Na, dann bist du ja in Übung. Wiederhören. Gut, Umba. Ich don't. Hast du schön aufgepasst, ne? Wie heißt der Hund? Er heißt Umba. Hm? Was heißt denn das? Das ist Bantu-Sprache und heißt so viel wie der Mächtige, der Starke oder auch König. Ich meine, das passt doch zu ihm, oder? Ja. Gut, und hau ab. Wo wollten Sie denn hin? Ich weiß nicht. Wissen Sie, ich passe hier einfach nicht rein. Ach, das ist doch Quatsch. Sie können wirklich gern bald hier bleiben. Hier findet Sie wenigstens niemand. Wollen Sie eine Zigarette? Oh ja, gern. Übrigens, Ihr Vater behauptet, dass Sie Kottke erschossen haben. Was? Das gibt's doch nicht. Das glaube ich nicht. Das hat er gesagt? Nie. Ja, das hat er gesagt. Er hat Sie gesehen. Wieso macht er sowas? Ist der denn verrückt geworden? Ich meine, ich helfe ihm die ganze Zeit, nun versucht er mir einen reinzudrücken, oder wie?
sagt er nur sowas? Spannend. Mäßig. Freie. Waren Sie am Dienstag auch hier? Ich bin immer hier. Können Sie sich vielleicht erinnern, ob dieses Mädchen am Dienstagabend in der Vorstellung war? Was wäre, wenn? Bringt eine ganze Stange und noch ein Sixpack. Dienstagabend planen bloß 10 oder 15 Leute in der Nachtvorstellung. Obwohl Aliens ein ganz starker Film ist. Haben wir schon gesehen? Nein, leider noch nicht. Müssen Sie reingehen. Die Blondine, die hatte so eine Zebrajacke an und so einen knatschengen Ledermini. Sah echt scharf aus. War sie allein? Uff, aber echt nicht. Der Typ hatte so einen Mackie, war mir direkt unsympathisch. Der kam während der Vorstellung raus, weil ihm der Ton zu leise war. Worum geht's denn überhaupt? Also wenn das Ihre Braut ist, da würde ich mal tierisch aufpassen. Aha, nur meine Schwester. Guten Tag, Frau Schultheiß. Dürfen wir einen Augenblick reinkommen? Ja, natürlich, bitte. Da kommen Sie doch rein. Es ist nur überhaupt nicht aufgeräumt. Ach, das macht gar nichts. Wir haben eine gute Nachricht für Sie. Wir wissen jetzt, dass Ihr Mann Kottke nicht erschossen hat. Ach ja? Und Ihre Tochter hat auch nichts zu tun mit dem Mord. Sie können also ganz beruhigt sein. Ja. Ja, sie war zur Tatzeit mit Michael Reiser im Kino. Ja. Und das wollten wir Ihnen halt persönlich mitteilen. Danke. Ach, ist Lissi schon da? Wie kommen Sie darauf? Ja, das ist doch Ihre Jacke, oder? Nein, nein, das ist meine. Die Jacke hat mir bei Lissi damals so gut gefallen und da habe ich mir auch so eine besorgt. Ah ja? Ja. Ach, bitte. Wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt, vor 2 Monaten. Das glaube ich Ihnen nicht. Warum haben Sie Ihren Mann denn im Gefängnis nicht ein einziges Mal besucht? Ich konnte es einfach nicht. Was nehmen Sie denn da? Na, nichts. Es sind nur Beruhigungstabletten. Ich kann sehr gut verstehen, dass Sie Ihr Mann nicht mehr unter die Augen treten wollten. Was? Wieso? Was hat mein Mann denn gesagt? Ihr Mann hat erzählt, was wirklich passiert ist. Ja, wer hat denn diesen Kottke nun umgebracht? Nun sagen Sie es doch endlich! Das wissen Sie doch ganz genau. Am Abend, als der Mord geschah, da war Gerd bei mir, um seine Pistole zu holen. Er erzählte, wie abhängig er von diesem Kottke geworden ist und dass er so hohe Schulden bei ihm hat, dass er nicht weiß, wie er sie ihm je zurückbezahlen soll. Und dass Lissi für ihren Vater zur Prostituierten geworden ist. Mein Mann hat geweint. Ich habe mich ihm so nah gefühlt. Als Gerd wieder weg war, habe ich mir solche Sorgen gemacht. Ich bin ihm nachgerannt. Bin ich zu spät gekommen. Lassen Sie ihn los!
Ich musste es einfach tun. Für ihn. Er hat mich damals auch vor diesem Milieu bewahrt. Vor diesem Sumpf. Ich wollte doch nur meinen Mann zurückhaben. Herr Schultheiß, kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Keine Zeit. Jetzt warten Sie doch, Herr Schultheiß. Ich habe den Auftrag von Ihrer Frau, Sie zu... Lassen Sie mich in Ruhe, ich habe kein Geld. Noch eine Flasche. Ich glaube, du hast jetzt genug getrunken, Süße. Eine Flasche Shampoos, habe ich gesagt. Aber subito! Bitte? Auf. Männer, immer nur Männer. Aber das macht doch nichts. Was ist denn los? Warum brüllen Sie dir so rum? Diese Schnepfe hat mich mit Champagner voll gespritzt. Sehen Sie mich mal an, wie ich aussehe. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, beruhigen Sie sich erst mal wieder. Was war denn los? Ach, der verdammte Champagner war zu warm und da ist der Korken losgegangen. War doch keine Absicht. Tut mir leid. Ich verlange eine neue Flasche Champagner. Auf Kosten des Hauses. Aber subito. Es geht nichts mehr, bitte. 20, rot, Blackberry. Kommt ihr auch mal in die Bedienung? Fettbursche, bitte das Spiel zu machen. Scheine spielen Fahrt. In Rablüs geht nichts mehr, bitte. Es geht nichts mehr, bitte, die Herren. Nichts mehr, bitte. Vier, schwarz, Permont. Die Scheine gewinnen auf schwarz. Es liegt auf der Nummer. Da, bitte. 100 Mark für einen Gewinn auf schwarz. Schön. Fettbursche, bitte das Spiel zu machen. Scheine spielen die 8. In Vablüs geht nichts mehr, bitte. Nichts mehr, bitte, die Herren. Es geht nichts mehr. Zwölf, rot. La Carré. Herr Kottke, kann ich Sie mal kurz sprechen? Sie müssen mir noch mal was geben. Gar nichts, Mutter. So habe ich das doch nicht gemeint. 3.000 würden reichen. Max! Bist du im Block dabei? Hat doch den letzten Schuldschein noch nicht bezahlt. Ich denke, es wäre besser, wenn wir den... Du sollst das machen, was ich dir sage. Komm, aus dem ist doch nichts mehr rauszuholen. Schaut's an, muss, gib den Block her. Neun, Bruder.
unterschreiben. Du eins. Ich hab keinen Bock, hier immer nur den Handlanger zu markieren. Du tust, was ich dir sage, Ambros. Mit dir habe ich noch was zu bereden, komm. Wie kommst du denn hier rein, Freundchen? Moment, ich bin komm, schon komm, weg. Komm, 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 komm. Ein Moment, mein Geld. Oh, jetzt komm, mach die Mücke, du. Schulteis, du warst, ich verstehe keine Sprache. Du warst von Anfang an mit den Bedingungen einverstanden. Ist das klar? Ja, aber Herr Gott will, Sie wissen doch, Sie können mir vertrauen. Das mache ich auch, klar. Hey, komm, hinten raus, Junge. Pass auf. Langsam, in der Ruhe liegt die Kraft. Und lass dich ja nicht wieder blicken. So, 10.000 sind voll. Du weißt, was das bedeutet. Morgen ist eine Fahrt für dich. Du willst deine Spielschulden loswerden, nehme ich doch an. Ja. Herr Kottke, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Wenn die mich erwischen, dann komme ich in den Knast. Pass auf, entweder kommst du in den Knast oder ins Krankenhaus. Okay. Wer verdient schon 10.000 Mark am Tag, spinnst du? Hm? Morgen steht der Wagen hinten auf dem Hof. Punkt 11 Uhr bist du da. Ja. Ich glaube, ich kann Ihnen das Geld auch auf andere Art zurückgeben. Kannst du nicht. Keine Fingerabdrücke dran, aber die kann er ja abgewischt haben. Sie glauben also, dass mein Mandant nach der Tat den Tatort verlassen hat, die Waffe irgendwo versteckt hat und dann zum Tatort zurückgekehrt ist, ja? Das ist doch absurd. So absurd ist das gar nicht. Er kann einen Komplizen gehabt haben. Und für diesen Ambros, für den interessieren Sie sich überhaupt nicht. Wieso? Weil Ambros kurz vor der Tat in dem Flur war, von dem aus man den Hof sehen kann. Zur Tatzeit war er da nicht mehr. Das sagt nicht viel. Und außerdem ist er wahrscheinlich der Nachfolger von Kottke als Zuhälter und vielleicht auch als Rauschgifthändler. Und eine so schillernde Person interessiert Sie nicht, das finde ich toll. Natürlich ermitteln wir auch in diese Richtung. Natürlich, weil es Ihre Pflicht ist, hm? So, Anwalt sind Sie. Sie arbeiten für Schultheiß. Ja, ich vertrete ihn. Warum rede ich denn überhaupt noch mit Ihnen? Mein Mandant hat Sie kurz vor der Tat gesehen, hier auf dem Flur. Ich war den ganzen Abend nicht auf dem Flur. Das ist ja komisch. Es gibt nämlich noch einen Zeugen, der Sie auf dem Flur gesehen hat. Ich werde diesen Zeugen vom Gericht laden lassen. Er wird unter Eid aussagen. Also gut, ich war auf dem Flur. Kurz bevor es passiert sein muss. Sie haben also für die Tatzeit kein Alibi. Wenn ich Kottke umlegen will, dann doch sicher nicht hier auf dem Hof. Und ich hätte ein sicheres Alibi. Wo waren Sie denn zur Tatzeit? Da, wo auch Sie alleine hingehen. Auf dem Klo.
Aber Herr Anwalt, Toilette nenne ich das. Haben Sie denn die Schüsse gehört auf der Toilette? Nee, leider nicht. Jetzt haben Sie mich ja doch ausgefragt. Gut, Herr Anwalt. Sie gefallen mir. Es war nett, Sie kennenzulernen. Oh, guten Tag. Ach, was treibt Sie her? Die Neugier. Und die hübschen Mädchen natürlich. Ich komme wegen des hübschen Jungen. Was willst du mir? Mein Gott, Lissi, wie siehst du denn aus? Lass mich in Ruhe. Darf ich bitte reinkommen? Gut. Mein Gott, Lissi, wer hat dich denn bloß so zugerichtet? War das dieser Kottke? Nein, Mama. Ja, wer denn sonst? Oder gibt's noch mehr von der Sorte? Was soll denn das? Was fragst du mich schon wieder aus? Aber Lissi, ich will dir doch nur helfen. Ich brauch deine Hilfe nicht, Mama. Ja. Das sieht man. Und? Bitte, Lissi, setz dich mal zu mir. Okay. Komm wieder nach Hause. Hm? Du kannst auch wieder in ein altes Zimmer ziehen. Ich habe alles so gelassen, wie es war. Nein, Mama, ich will aber nichts. Ich brauche Luft zum Atmen, verstehst du? Ja, aber du kannst doch nicht ewig hier so weitermachen. Oder ist das hier etwa die richtige Luft zum Atmen? Bitte, Mama, ich weiß, du meinst es nur gut mit mir, aber ich brauche keine Hilfe. Wenn du mich brauchst, ich bin immer für dich da. Ist gut, Mama. Tschüss. Ist sie weg? Ja. Hab's gleich. Ist sie? Ich freue mich. Okay, lass uns gehen, ja? Ist doch nicht etwa schon wieder dieser Mann? Psst, lass ihn erst mal abhauen. Mach nicht auf! Komm, geh mal kurz raus. Ich schau mal nach. Guten Tag, Frank. Tut mir leid, du keine Zeit, ein andermal. Ne? Nein, nein, ich bin der Anwalt Ihres Vaters. Ach so, ja gut. Dann kommen Sie rein. Aber nur kurz, ja? Ich muss dringend weg. Entschuldigen Sie, dass ich so neugierig bin, aber hatten Sie auch eine Auseinandersetzung mit Kottke? Nein, das war... Ach, das geht Sie gar nicht. Da haben Sie natürlich recht. Ich komme gerade von Ihrem Vater. Der macht sich Sorgen um Sie. Erzählen Sie nichts von dem da, ja? Ich habe keine Lust, dass er sich noch mehr Sorgen macht. Wie geht's ihm denn? Ach, soweit ganz gut. Mhm. Glauben Sie eigentlich, dass er Kottke erschossen hat? Nein, das ist völlig ausgeschlossen. Dafür ist er viel zu weich. Mein Vater war das nicht. Haben Sie gewusst, dass sich Ihr Vater mit Kottke trifft? Ja. Wie war eigentlich Ihr Verhältnis zu Kottke? Anfangs war er sehr lieb zu mir. Mhm. Er hat mir das Apartment hier eingerichtet. Oh, setzen Sie sich doch bitte. Danke. Und so konnte ich mich endlich von meiner Mutter lösen. Und das war Ihnen so wichtig, dass Sie angefangen haben, als Prostituierte zu arbeiten. Es gibt Schlimmeres. Ja, Josef, ich bin's. Komm bitte sofort in die Langenfelder Straße 16. Ich stehe da vor dem Haus von Lissi. Ich glaube, dass sie... Verdammt, jetzt kommt sie schon. Sie steigt jetzt mit so einem Typen in einen hellblauen Transit.
Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist ziemlich groß, bestimmt 1,90 und trägt so einen komischen Cowboy-Hut. Bleib mal zu Hause, ich melde mich gleich nochmal. Ich hänge mich erstmal dran, ja? Bis dann. Heute Nacht bleibst du erstmal bei mir. Mensch, da findet er uns doch sofort, das ist doch klar. Bei mir zu Hause. Aber nicht da, wo wir wirklich sind. Antworter von Privatdetektiv. Verdammt nochmal, jetzt ist er nicht zu Hause. Sag mal, wo steckst du denn? Das war aber anders verabredet. Ich sitze hier. Warum brüllst du denn so? Bist du mal größenwahnsinnig geworden, was? Hast du ihm wieder Geld zugesteckt? Ist klar, fließt nur so alles wieder zurück zu mir. Hey, du Ratte! Herr Schulteis, kann ich jetzt mit Ihnen reden? Ich will nichts von meiner Frau wissen. Wer sind Sie eigentlich? Können wir das nicht bei einem Bier da drüben besprechen? Ja, ja, ist gut. Hier, wischen Sie sich doch mal das Blut ab. Danke. Ihre Frau hat mich beauftragt, Sie zu suchen. Mein Name ist Matula, ich bin Privatdetektiv. Ich habe kein Geld. Es geht nicht ums Geld. Ihre Frau will mit Ihnen reden. Er will aber nicht. Setzen Sie sich doch. Entschuldigung. Hey, was soll denn das? So gefällst du mir besser. Hören Sie, ich will nicht, dass meine Mutter erfährt, was ich mache. Was ist, kann Ihre Frau mit Ihnen sprechen? Wo wohnen Sie zurzeit? Mein Vater will nicht mit ihr reden. Ich habe nicht dich gefragt. Nein, nein, sie hat schon recht. Hier haben Sie 500 Mark, wenn Sie nichts sagen. Ich lasse mich zwar bezahlen, aber nicht kaufen. Aber woher hat er denn nur das Geld? Von den Schuldscheinen und... Ja, und? Wenn ich ehrlich sein darf, Frau Schultheiß, es sieht ganz danach aus, als ob er es von Ihrer Tochter hat. Von Lissy? Ist doch gar nicht möglich. Von dem, was sie als Kosmetikerin verdient, das reicht ja gerade für sie selbst. Ihre Tochter arbeitet nicht mehr als Kosmetikerin. Ja, ja, ich weiß, sie hilft in einer Bar aus, das habe ich gehört, aber doch nur manchmal. Sie ist immer in der Bar. Und sie steht nicht hinter der Theke. Ja, wo denn dann? Sie sitzt vor der Theke und spricht Männer an. Wenn eine junge Frau mal nett ist zu einem Mann, dann muss sie ja nicht gleich eine Nutte sein. Sie ist da, um sich Männern anzubieten. Wegen seiner verdammten Spielsucht schickt er Lissy jetzt sogar noch auf den Strich. So würde ich das nicht ausdrücken. Ihr Mann ist krank und Ihre Tochter versucht, ihm zu helfen. Und Sie glauben, dass er jetzt auch bei ihr wohnt? Ich vermute es. Hier ist die Adresse. Ja, danke. Danke. Wie viel bin ich Ihnen schuldig? Ich schicke Ihnen die Rechnung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Sag mal, bist du verrückt, dich so volllaufen zu lassen? Hey, du solltest jetzt nach Amsterdam fahren. Stecken Sie sich Ihren scheiß Koks sonst wohin. Beruhigen. Ich kann mich nicht beruhigen. Wissen Sie denn noch mehr als die Tatsache, dass Ihr Mann im Gefängnis sitzt? Er soll einen Zuhälter erschossen haben, einen gewissen Heinz Kottke in irgendeinem Nachtclub, aber mein Mann war es nicht. Und warum fällt dann der Verdacht auf ihn? Weil er nur wenige Meter neben dem Toten gefunden wurde. Wo war denn das genau? Auf dem Gelände eines Nachtlokals. Es heißt Moulin Rouge. Und was hat Ihr Mann da gemacht? Na was wohl. Es ist ein illegaler Spielclub, Herr Dr. Frank. Und mein Mann soll angeblich total betrunken gewesen sein. Aha. Das Schwein ist tot. Das Schwein ist tot, soll er immer wieder gesagt haben. Hat man eine Waffe gefunden? Nicht, dass ich wüsste. Besitzt Ihr Mann eine Waffe? Gerd? Kann doch nicht meine Ameise zertreten. Bitte, bitte übernehmen Sie seine Verteidigung. Mein Mann ist unschuldig, ich weiß es. Herr Schulters, eigentlich bin ich ja hier, um Ihnen zu helfen. Aber wenn Sie nicht ein bisschen mitmachen, wird das wohl nichts. Warum waren Sie gestern Nacht im Hinterhof des Moulin Rouge? Herr Schulters, verstehen Sie überhaupt, was ich Ihnen sage? Ich hatte da eine Verabredung. Mit diesem Heinz Kottke? Ja. Worum ging's denn? Ich wollte meine Schulden begleichen. Aha. Und das wollten Sie mit einer Waffe erledigen? Nein, verdammt nochmal. Hat Kottke Sie so zugerichtet? Warum hat er Sie denn geschlagen? Weil ich betrunken war. Und woher hatten Sie die Waffe? Ich habe meine Nachttankstelle geleitet. Die wurde zweimal überfallen. Da habe ich mir die Waffe besorgt. Und nachdem Kottke Sie geschlagen hat, haben Sie auf ihn geschossen? Nein. Ja, kann sein. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Hab Kopfschmerzen. Na, fragen Sie lieber diesen Ambros. Den habe ich noch am Fenster gesehen, kurz bevor ich bewusstlos wurde. Guten Morgen. Du kommst spät. Ich komme überhaupt nicht mehr. Deine Schicht fängt um 11 an. Ich hole nur noch meine Sachen ab, verstanden? Gar nichts holst du ab. Bin ich blöd und gehe für dich anschaffen? Und ob? Was du dir einbildest. Dein Alter ist im Knast. Du musst ja nicht mehr durchfüttern, ne? Deshalb kannst du machen, was du willst, denkst du, ne? Du willst mich daran hindern. Ich gehe jetzt. Gut. Kannst gehen. Ich kenne deine Mutter. Die heißt doch Marion, ne? Hübsches Gesicht für ihr Alter. Noch. Ich glaube, ich werde ihn mal besuchen. Und dann ist da noch dein Freund. Hab nichts gegen ihn. Aber wenn du Zicken machst, dann hänge ich ihn auch an seinem Skalp. Nur damit klar ist, ich mach keinen Spaß. Ich bin Anwalt, ich möchte zu Frau Maderer. Wie finden Sie hier? Danke. Tag, Frau Maderer. Tag, Herr Dr. Frank. Ich vertrete Gerd Schulteis. Können Sie mir sagen, von wem mein Mandant gefunden wurde? Nee. Frau Maderer, muss ich wirklich erst Akteneinsicht beantragen? Ja. Aber Sie wissen doch, wie sehr ich den bürokratischen Weg liebe. Ich auch. Also, Silvia Lange hat ihn gesehen. Ein Mädchen hier aus dem Nachtclub. Hat heute Dienst frei. Und die hat die Polizei verständigt? Ja. Zwei Beamte haben Gerd Schulteis hier sitzend gefunden. Hat sich nicht von der Stelle gerührt. Gibt's noch mehr Zeugen? Bis jetzt nicht, aber... Hey, Chef! Kommen Sie doch mal!
habt da was. Das muss der Streifschuss gewesen sein. Ab ins Labor, Cosma. Geht klar. Sie wollten mir da noch was erzählen? Ja. Heinz Kottke wurde durch ein 7,65er Projektil getötet. Und jetzt kommt der Clou. Gerd Schultheiß ist Besitzer einer 7,65er Beretta. Tja. Hat er sich dazu geäußert? Nee, er hat absichtlich auf stur geschaltet. Seine Blutprobe ergab 2,6 Promille. Ja, damit wäre er doch unter Umständen schuldunfähig. Och, Herr Dr. Frank. Wir wissen doch beide, dass er den Alkohol auch nach der Tat zu sich genommen haben kann. Hm? Hat man die Waffe gefunden? Bis jetzt nicht. Aber die finden wir schon noch. Verlassen Sie sich drauf. Dann gratulieren Sie ihm doch endlich. Herzlichen Glückwunsch. Haben Sie kein Geschenk für ihn? Och, Helga. Was ist er denn, Löwe? Herr Matula. Skorpion, sieht man doch. Ah, eifersüchtig und nachtragend. Na schön. Na, Geburtstagskind. Also, ich finde das ja übertrieben hier. Komm, soll's nicht leben wie ein Hund. Hier. Sehen Sie, jetzt hat er Sie wieder lieb. Tja, Liebe geht durch den Magen. So, ich habe Arbeit für dich. Zuerst nimmst du mal diese Silvia Langer unter die Lupe. Das ist die, die Schultheiß neben der Leiche entdeckt hat. Wo finde ich die? Na, wo wohl? In der Bar. Warum nicht, wenn sie nett ist? Und dann knöpft ihr mal diesen Türsteher vor, Ambros. Dem scheint es nicht gerade ein Dorn im Auge zu sein, dass Kottke verschwunden ist. Schultheiß meint, dass er ihn kurz vor der Tat gesehen hat. An den kann ich nicht ran, der kennt mich schon. Dir wird schon was einfallen. Du fällst mir da ein. Ich bin kein Detektiv. Leute wie Ambros haben oft viel Respekt vor Titeln. Die quatschen schon aus reiner Geltungssucht. Ach so, und jetzt soll ich deine Arbeit übernehmen, ja? Ja, ich hab keinen Doktor. Ah. Okay, Süßer, wenn du noch einen blauen drauflegst, dann ziehe ich mich ganz aus. Lass mal. Ich will nur mit dir reden. So einer bist du? Deine Frau versteht dich wohl nicht mehr. Ich möchte dir nur ein paar Fragen stellen. Wegen Gerd Schultheiß. Bist ein Bulle? Oder was? Privatdetektiv. Ich arbeite für den Rechtsanwalt von Schultheiß. Gerd ist ein armer Hund. Du hast ihn noch gefunden, oder? Ich habe noch nie einen Typen gesehen, der so krankhaft spielen musste. Also, du hast ihn gefunden. Erzähl doch mal, wie war das? Warum sollte ich? Mir zuliebe. Naja, ich war auf dem Weg zum Bärenpol. Sollte einen Kunden treffen. Dann habe ich einen Schuss gehört. Dachte zuerst, es ist ein Sektkorken, es war so laut im Laden. Na, dann hat es nochmal geknallt. Bin raus auf den Flur und dann habe ich Schultheiß durchs Fenster gesehen. Was hat Schultheiß gemacht? Was saß so da auf dem Boden. Bin raus zu ihm und da habe ich Kottke neben ihm liegen gesehen. Er war tot. Hat Schultheiß irgendwas gesagt? Er war völlig besoffen. Hat ziemlich geblutet. Ja, ich habe ihn gefragt, was denn passiert ist, aber er hat kein Wort rausgekriegt. Du hast niemand bemerkt, auch vorher nicht? Nee. Oder doch? Ja? Ich habe Max im Flur getroffen. Naja, der hat mich angemacht, was ich hier rumtröle. Aber von dem lasse ich mir überhaupt nichts sagen. Max ist dieser Bonsai-Rambo, ja? Sag ihm aber ja nicht, dass du das von mir hast. Mach Hackfleisch aus mir. Okay, versprochen. Ich bin stehen gelassen und bin weitergegangen. Und als du dann hochkamst, war er weg? Ich habe ihn auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Hab dann die Bullen gerufen. 10 Minuten später waren die da. Und Schultheiß hat sich unterdessen nicht von der Stelle gerührt? Scheint so. Ich war ja nur eine Minute weg. Okay, ich danke dir. Ciao. Wart mal. Komisch, der ist doch im Knast, oder? Ja, warum? Naja, wenn ich jemand umbringe, dann renne ich doch sofort weg. Und bleib nicht seelenruhig neben der Leiche sitzen, oder? Mhm. So, bitte. Danke. Danke, Herr Schultheiß. Danke, Herr Dr. Frank. Ich habe Kottke erschossen. Ach nee. Woher wissen Sie denn das auf einmal so genau? Ja, weil ich es war. Ich weiß es ganz genau. Also gestern stand ich noch unter dem Schock und der viele Alkohol nicht. Und warum haben Sie ihn erschossen? Wegen Lissi.
Er hat sie in den Dreck gezogen, das Schwein. Na, dann erzählen Sie mal. Lissy war in ihn verliebt. 2 Wochen hat er mitgespielt, dann hat er genug von ihr. Er hat Lissy zur Prostituierten gemacht. Konnten Sie das nicht verhindern? Na wie denn? Ich war ihm ausgeliefert. Kottke hatte mich in der Hand. Sie hatten Schulden bei ihm? Ja. Immer wenn 10.000 Mark voll waren, dann musste ich nach Amsterdam fahren und was abholen. Kokain. Wenn ich das in Frankfurt abgeliefert habe, dann hat er meine Schuldscheine zerrissen. So einfach war das. Wo haben Sie eigentlich die Waffe versteckt nach der Tat? Weiß nicht. Weggeworfen. Wohin? Die Mauer. Oder aufs Dach. Mein Gott, ich weiß das nicht mehr. Ich war betrunken. Herr Dr. Frank? Frau Marderer, guten Tag. Na? Hat er schon gestanden? Ich hatte schon gehofft, Sie hätten eine Neuigkeit für mich. Ich wollte nur mal sehen, wie Sie reagieren. Ah. Aber Scherz beiseite. Meine Beamten haben die Waffe gefunden. Und es handelt sich zweifelsfrei um die von Gerd Schultheiß. Und es ist die Pistole, mit der Heinz Kottke erschossen wurde. Absolut kein Zweifel. Wo hat man denn die Waffe gefunden? In einer Mülltonne, 2 Häuserblocks weiter. Schultheiß. Ich möchte gerne Herrn Dr. Frank sprechen. Tut mir leid, Frau Schultheiß, aber Herr Dr. Frank ist beschäftigt. Ach, das ist aber dumm. Es ist ganz, ganz wichtig. Ich muss ihn sprechen. Moment. Oh. Entschuldigen Sie, dass ich hier so reinplatze, aber mein Mann ist verschwunden. Tut mir leid, Herr Dr. Frank, aber Sie hat mich einfach überrumpelt. Ist gut, Helga. Tag, Frau Schultheiß. Guten Tag. Legen Sie doch ab. Danke. Danke, Helga. Wissen Sie, mein Mann ist schon seit 2 Monaten verschwunden. Und gestern Abend, da kam dieser Anruf für ihn. Jemand wollte ihn sprechen. Bitte. Danke. Und ich konnte nicht mal sagen, wo er ist. Ich habe jetzt lange genug tatenlos rumgesessen. Ich muss was unternehmen. Wissen Sie denn, warum jemand verschwunden ist? Na, wegen der Sperre. Gerd war so schrecklich wütend, als man ihn nicht mehr in die Spielbank Wiesbaden ließ. Seit dem Tag habe ich ihn nicht mehr gesehen. Vielleicht war Ihr Tipp, dass ich ihn sperren lassen soll, doch nicht so gut. Haben Sie ihn denn nicht vorher darüber informiert? Ich konnte es einfach nicht. Gerd ist damals von der Spielbank nach Hause gekommen, hat seinen Koffer gepackt und ist weg. Und seit diesem Abend haben Sie nichts mehr von ihm gehört? Nichts. Ich habe immer gehofft, er beruhigt sich wieder und kommt dann zurück. Cognac? Ah ja, bitte. Und der Teilhaber am Getränkemarkt Ihres Mannes, dieser... Reiser? Weiß der denn nichts? Ach, der. Der wollte doch bloß das Geld von mir, das ihm Gerd angeblich noch schuldet. Aha. Ich hätte ihn nicht sperren lassen dürfen. Das wird er mir nie verzeihen. Na kommen Sie, Frau Schulters. Wir finden schon einen Weg, ja? Ich kenne die Spielregeln. Ihr Mann darf jetzt in keine staatliche Spielbank mehr. Er hat unser Geschäft ruiniert. Den Getränkeshop? Nein, unseren Kosmetiksalon. Ein glänzendes Geschäft. Dieser Getränkeshop, das ist doch bloß so eine Klitsche auf Pump. Könnte es sein, dass Ihr Mann bei einer anderen Frau lebt? Eine Frau? Nein. Mein Mann hat nur eine Leidenschaft. Das Spiel. Und in dem Getränkeshop hat er sich auch nicht mehr blicken lassen? Nein. Und unsere Miete zahlt er auch nicht mehr. Ich arbeite nur halbtags in einer Drogerie und da ist es sehr schwierig. Geld ist jetzt wirklich nicht das Wichtigste. Und jetzt wollen Sie, dass ich Ihren Mann suche? Ja, bitte. Was kostet das? 400 Mark am Tag, plus Spesen. Haben Sie ein Foto dabei? Ja. Hier. Mhm. Ein Familienfoto. Mhm. Und das ist Ihre Tochter? Ja, das ist Lissy. Was macht sie? Lebt sie noch bei Ihnen?
Nein, seit einem halben Jahr nicht mehr. Sie ist Kosmetikerin. Sie hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Bitte. Meine Familie ist das Einzige, was für mich wichtig ist. Bringen Sie sie mir zurück. Das war's. Alles bezahlt. Der anscheinend ja mächtig in Durst zu haben. Scheint so. Wie ein seriöses Geschäft sah das ja nicht gerade aus. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Gerd ist wohl nicht da. Schon lange nicht mehr. Wie lange? 6 Wochen. Ich dachte, er arbeitet hier. Das dachte ich eigentlich auch. Aber er ist auch Teilhaber. Er war Teilhaber hier. Und weswegen ist er es nicht mehr? Deswegen, verdammt nochmal. Was wollen Sie überhaupt von Gerd? Er hat noch einen Haufen Schulden bei mir. Wissen Sie vielleicht, wo er steckt? Vielleicht in irgendeinem Spielclub. Hier gehört ihm jedenfalls nichts mehr. Wissen Sie, wo ich seine Tochter finden kann? Wieso? Hat er auch Schulden bei Ihnen? Nee, aber die kann mir vielleicht sagen, wo der Vater ist. Da würde ich Sie am besten selbst mal fragen. Mach ich. Ich weiß bloß nicht, wo. Tja. Sagen Sie bloß, Sie haben auch einen Schuldschein. Keine Angst. Meinen geringen Bedarf kann ich noch selber bezahlen. Ciao. Tschüss. Haus. Tut mir leid, Herr, wir sind ein Club. Nur für Mitglieder. Haben Sie einen Ausweis? Ah, ich gehe. Unsere Ausweise sehen anders aus. Wir sind wohl ein bisschen größer. Schon gut ist ja schon gut. Idiot, du. Scheiße. Abend. Diesmal bin ich wirklich ganz sicher. Mein Gott, das sagst du jedes Mal. Bitte.